Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Was bisher geschah? Eines Morgens ist vom Hügel aus eine Fata Morgana zu sehen. Als sie erfahren, dass es sich dabei um den Riesengletscher im fernen Norden handelt, schwören Fnupa und die anderen unbedingt einmal dorthin zu reisen. Ja, mehr ist eigentlich auch nicht wirklich passiert. Wir haben nur jetzt einen neuen Rang erreicht in letzter Zeit, nämlich den Silberrang, und können dadurch jetzt mehrere Sachen bauen. Ich glaube, ist noch ein bisschen laut, ne? Auf jeden Fall haben wir rechts neben unserer Basis hier ein kühles Flussufer erschaffen können, da jetzt durch die Bonusweg-Auskunft, genauso hieß der Laden hier, herausfinden, wo, in welchem Dungeon genau die Bonuswege zu finden sind. Dann kriegen wir da Meldung von Flegnoel. Gut, ich glaube, wir haben soweit jetzt alles gebaut, was wir bauen konnten. Hatten wir schon einen Job ausgesucht? Nee, ne? Anscheinend nicht. So, dann müssen wir gucken, was wir jetzt nächstes machen. Ich glaube, wir waren auch schon in der Raststadt an dem Tag. Was ist noch zu tun? Was können wir denn? Quellwasser, fruchtbare Erde kann man ja immer gebrauchen. Hitzeschlüssel. Vielleicht nehmen wir doch lieber was anderes. Ich sollte einfach mal gucken, was ich generell an Baumaterial so habe bis jetzt. Für die Erschließung. Ich kann schon wieder eine Erschließung machen eigentlich, wenn ich wieder genug Einrichtungen baue am kühlen Flussufer. Wieder eine saftige Wiese und noch ein kühles Flussufer. Das wäre möglich tatsächlich. Davon habe ich genug von den Baumaterialien. An sich kann man ja 8 Erschließungen machen. Und es gibt 4 verschiedene Sachen, die man später bauen kann. Saftige Wiese und kühles Flussufer sind nur 2 davon. 2 weitere stellen wir noch frei. Das heißt, von jeder dieser Erschließungen brauchen wir jeweils 2-mal etwas. 2-mal saftige Wiese, 2-mal kühles Flussufer und 2-mal jeweils die anderen beiden, die wir noch freischalten werden. Somit haben wir genug zum. Wir haben das gleich gerecht aufgeteilt. So, das wollte ich sagen. Mein Gott, ist das schwer. Wie zeige ich jetzt am besten? Wir haben ja. Ich bin jetzt gerade in der Mitte des ganzen gesamten Paradieses. Und jetzt bin ich gerade unten. Und wir haben insgesamt 9 Felder und das hier ist eins davon. Das heißt, wir haben 8 Felder frei. 2 davon werden saftige Wiese, 2 davon kühles Flussufer und so weiter. Ich denke mal, das habt ihr dann verstanden. Ich hoffe, ihr könnt rechnen, ne? Also 8 freie Erschließungen durch 4 Erschließungsmöglichkeiten, wie saftige Wiese zum Beispiel, ergibt 2. 2 von jedem. So, habe ich jetzt lange weit erklärt. Am V-Rudert haben wir auch schon gedreht. Das heißt, die V-Welle bleibt Wasser. Okay. Was habe ich sonst noch an Baumaterial? Mein Gott. Einrichtung. Du kannst dir jetzt ansehen, welche Baumaterialien du für die nächste Ausbaustufe einer Einrichtung benötigst. Okay, das ist interessant. Aber ausbauen werde ich wahrscheinlich nichts. Jemand sieht Beeren und Samen, Losstand und Bonusweg-Auskunft. Haben wir beides schon gemacht. Wir können das aber noch erweitern. Oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Genau, das können wir erweitern. Aber das, wir haben nicht alles, wir haben nicht genug, ne? Kostet das nur was? Kann das sein? Sehe ich das richtig? Nee, ne? Wir bräuchten das als Baumaterial. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. So kann ich das einsehen. Gut. Beeren und Samen. Wir können noch ein weiteres Dings bauen. Was ich persönlich unnötig finde. Ausbauen mit alter Erde und dickem Holz, aber das haben wir beides gar nicht. Das ist sehr selten. Und Ausbaustufe 2, wundersame Erde und Prachtbaumstamm ist noch viel seltener. Also, bis wir sowas kriegen, also bis wir überhaupt irgendwas ausbauen können, brauchen wir Items, die, also Baumaterial, die das sehr selten ist. Glanzlegierung zum Beispiel auch. Oder vergoldetes Metall oder ewiger Efeu. Sehr, sehr selten. Bis wir sowas zusammenkriegen. Aber wir müssen das nicht ausbauen, glaube ich. Es reicht, wenn wir die auf einer normalen Stufe haben. Das ist vollkommen ausreichend. Nur so viele Singelbeeren. Wir können noch was bauen. Hätte ich mehr fruchtbare Erde. Obwohl, nee, das Ganze nicht normal bauen, sondern erweitern. Mehr ist nicht zu machen, ne? Tatsächlich nicht, nee. Dazu fehlen uns die Samen. Schlafsamen habe ich gekauft. Ich guck mal, stimmt. Was ich zuletzt gemacht habe, war ein Schlafsamen kaufen. Ich hoffe, Mordor hat auch sowas. Schönen guten Morgen, hallo. So. Achso, die Teamattacke. Die Seite wurde angesetzt. Noch ein paar. Nee. Teamattacke, was das betrifft, dazu haben wir ja schon alles von mir gehört. Und von den normalen Schrifttexten, die da aufgetaucht sind. Vom Modok brauche ich das auch nicht hören.
Das reicht. Teamabzeichen an zu leuchten, jawohl, das ist eure Chance. Halte L gedrückt und auf dem Touchscreen erscheint ein leuchtendes Teamabzeichen. Bla 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 bla. Moor, 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 Lord, moor. So. Ja, ja, unbedingt mal ausprobieren. So. Was hast du mir jetzt zu verkaufen? Ich bin gespannt. Hast du nicht gesagt, du hast noch Schlafsand? Das wäre ganz praktisch. Jetzt sei mal schneller hier. Das wollte ich nicht. Toll. Es hat so lange gedauert, dass ich... Mann. So, ich möchte gerne was kaufen. So, dankeschön. Einkaufen. Einmal kaufen, bitte. Was hast du so? Sichtsam hast du... Ah, verdammt. Billibasam. Du hast so Sichtsam hast du, aber du hast leider keinen Schlafsam. Sehr schade. Ah, was machen wir denn jetzt? Ich gucke nochmal in Raststadt. Vielleicht haben wir ja Glück. Und im Kiklionland ist ein Schlafsam zu kaufen. Huiuiui. Ich meine, bei unserem Bären- und Samen-Laden kann man immer eine Sache pro Tag kaufen. Also Schlafsam nur einmal am Tag. Und am nächsten Tag soll das wieder da sein. So, jetzt haben wir hier über die Fata Morgana. Ist ja auch egal. Ich will hoffen, dass du einen Schlafsam hast. Hast du aber nicht. Du hast nur einen Belebersamen als einzigen Samen. Das ist blöd. Dann muss ich auf den nächsten Tag warten. Dann sollte in Bärenansamen wieder ein Schlafsamen vorhanden sein. Gut. Dann lagere ich mal wieder ein paar Items. Ich habe jetzt auch sehr, sehr verdammt viel bekommen eigentlich. Durch die letzte Erhöhung. Also die letzte Verbesserung eines unseres Ranges. Ich glaube, so ist es ganz gut. Und jetzt muss ich noch Geld ablagern. Ja. Alles klar. So. Dann würde ich sagen, wir sind soweit. Wir können den nächsten Job machen. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt? Was könnten wir als nächstes an Baumaterial gebrauchen? Hatten wir nicht irgendwo mal so eine Liste hier an Baumaterial? Ich glaube nicht, oder? Oder hat... Doch. Irgendwie sehe ich hier keine. Man kann hier so direkt keine einsehen. Das ist blöd, finde ich. Samen brauchen wir vor allen Dingen. Wasserdojo, ja, sehr schön. Das will ich aber nicht. Die Dojos könnten wir auf jeden Fall bauen, aber brauche ich nicht. Ein kostbarer Zweig und frische Kräuter. Theoretisch könnte ich das für die Zukunft irgendwie mal gebrauchen. Kostbarer Zweig, frische Kräuter. Hier sind frische Kräuter und fruchtbare Erde. Nehme ich den Stufenberg? Schwierig, schwierig. Quellwasser, fruchtbare Erde, das ist das, was sie so gerne sehen immer. Kostbarer Zweig, Schimmermetall. Ah, ich möchte aber relativ kurz machen eigentlich. Also das möglichst schon bei E4 endet, wisst ihr? Dauert mir zu lange hier. Hier wird es noch gehen. Ich mache was anderes. Ich mache dich. So. Dann möchte ich mich auch gleich mal aufmachen. Berühmter Orb gesucht. Dann sollten wir den auch direkt im Dungeon finden. Ich hoffe, der Bildschirm ist gerade. Ich denke mal schon. So, dann kann es losgehen. Gleich ab zum Stufenberg, zum allerersten Dungeon, den wir jemals betreten haben. Und los! V-Welle vom Typ Wasser heute, aber das ist nicht so schlimm. So, es profitiert niemand von uns daran, aber das ist egal. So, mal wieder am Osteingang des Stufenbergs. Und hier gibt's Flegneu. Die kennen wir ja schon. Und da schläft ein Rotomorph. Und natürlich treffe ich schon wieder nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, da daneben zu zielen? Komm mal her. Oh Mann, wieso gehen die da immer hin? Ich verstehe es nicht. Also, an das Bewegungsmuster außerhalb des Dungeons eigentlich muss ich noch ein bisschen mich reinfuchsen. Das ist gar nicht mal so einfach. Aber was soll's. Osthöhle im Stufenberg. So, Flegneu gibt's hier natürlich. Und ihr trifft auch nicht. Also aber hallo, wieso treffe ich denn nicht mit Gewissheit? Hallo? Und wo geht Viridium hin? Ist ja auch egal. Tschüss Viridium, alles Ego. Oh ja, stimmt, ich musste die Attacken nochmal wieder freischalten. Ich habe die ja einmal weggelassen, wegen dem einen Kampf, wegen einem Bosskampf zuletzt, gegen Klick die Klack. So, und dich setze ich auch richtig ein. So. Und Viridium sollte gleich zu uns kommen, oder nicht? Wir sind gerade knapp hinter ihr, wie ihr seht. Und da ist sie. So, sehr gut. Wir sind wieder vereint. Ich fand es total interessant, dass als Viridium uns... Also im ersten Run war ich sehr überrascht, dass Viridium wirklich in unser Team wollte. Ich meine, das ist ein legendäres Pokémon, hallo? Und so früh ein legendäres Pokémon zu bekommen, das kann man einfach einsetzen. Hat keine Begrenzung. Das ist ein bisschen hart. Ich bin gerade fast abgestürzt, kann das sein? Das sah fast so aus, ne? Guck mal. Hilfe! Okay. Das ist ein Klick-Klack. Ich muss überlegen. Es gibt Klick,
Da gibt's Klick-Klack und Klick-Di-Klack. Der Boss war eben ein Klick-Di-Klack, die höchste Stufe. Und das eben war ein Klick-Klack. Ne? Ja. Sehr interessante Namensgebung auf jeden Fall. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, glaube ich. Ah, berühmter Orf. Okay, wir sind schon da. Hallo, Rotomorph. Stirb. Ich hätte einfach auch Drachen-Dings einsetzen können, aber Doppelhieb ist poliert worden. Sehr schön. Da ist der berühmte Orb. Den nehme ich mit. So, das ging schnell. Nächstes Mal setze ich bei sowas Drachenwut ein. Das geht besser. Spart ein bisschen AP. So. Und tschüss. Doppelhieb ist ja mein stärkster Angriff. Mit Step kann er so richtig reinhauen. Gut. Das war's mit der Mission. Vielleicht passiert ja wieder was, obwohl gestern ja schon was passiert ist mit der Vater Morgana. So, danke, dass ihr das alte berühmte Orb für mich gesorgt habt. Bla 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 bla. 100 Poke, 2 Einheiten frische Kräuter. Und dann gab es dann noch fruchtbare Erde. Genau. Und was gibt's noch so? Spornsamen. Das ist auch ein neues Item. 20 Paradiespunkte, das heißt, es fehlen noch 160 für den nächsten Rang. Okay. Ich glaube, es wäre der Goldrang, ne? Na, so wichtig ist mir das eigentlich auch nicht. Guten Morgen, Flooper. Lass uns auch heute wieder alles geben. So, eine Mitteilung der Abenteurer-Gilde. Bis jetzt hast du stets Snooper gesteuert und spannende Abenteuer erlebt. Ah, ja, genau, das kann man ja jetzt schon machen. Diese Funktion, die uns gleich... Ich lese es mal vor. Aber fortan kannst du auch als eines der im Paradies verbliebenen Pokémon spielen. Wähle dazu einfach Freundesmodus im X-Menü aus. Vielen Dank fürs Lesen, die Abenteurer-Gilde. Diese Funktion in den alten Spielen, also Erkundungs-Himmel und Rot und so weiter, die hat man erst bekommen, sobald man die Story beendet hat, oder zumindest den ersten Teil. Kommt drauf an, was man gespielt hat. Und wir sind jetzt gerade erst mittendrin oder gerade erst am Anfang, besser gesagt, und können jetzt schon diese Funktion auswählen und mit einem anderen Pokémon als Anführer spielen. Und ich glaube, ich sehe richtig, dass es hier schon wieder ein bisschen grüner geworden ist. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig? Ich weiß es nicht, ob ich richtig sehe. Vielleicht bin ich auch blind. So, was haben wir denn heute für eine Vorwelle? Psycho. Die werde ich auch gerne ändern, wenn es geht. So, Bikini, einmal bitte drehen. Ich bin gespannt, was kommt. Psycho, das könnte ich gerne umgendern. Farolet, yay! Ach ja. Und los geht's. Das dauert auch ein bisschen lange, wie ich finde, die ganze Animation hier. Der Text ist ziemlich lang gezogen und bis wir in die starten können, dauert es auch eine Weile. So, jetzt müssen wir noch Start drücken. Ja. Danke. Start. Gut. Vielleicht haben wir Glück und treffen eigentlich mal. Also ich muss sagen, als ich das bei meinem ersten Run probiert habe, da hat es echt lange gedauert, bis ich mal getroffen habe. Ich werde mir jetzt Mühe geben. So, mein Sieg bedeutet, du gewinnst. Ja, das kenne ich ja schon. Und das war's. Ah, ich glaube, das wird nichts. Es könnte eng werden. Vielleicht. Nein, schon wieder kurz davor. Wie zuletzt. Meine Güte, ist das nicht wahr? Ah, der Psycho. Ja, was soll's. Wir haben Pflegner. Wir können jetzt eigentlich... Nein, ich wollte nicht nochmal drehen. Wir können an sich auch das Team wechseln, wenn wir wollen. Aber ich finde das eigentlich gut so. Das ist sehr gut so... aufgestellt und vor allen Dingen kann man so wunderbar den Ruckzuckhieb weiter aufpolieren. Das wird sehr praktisch für Fnupsi, denn es gibt auch im weiteren Verlauf dieser Geschichte mal so Sachen, da können nur wir beide gehen. Und das ist besser, wenn gerade wir die Stärksten sind und unsere Attacken am besten aufpoliert sind. Irgendwie ist es ziemlich leer hier, kann das sein? Wo sind die ganzen Pokémon hin? Also gut, die im Laden sind da, aber... Ehe? Hast du jetzt was Neues? Ich möchte mal ganz kurz gucken. Nee, du hast nur Belebersamen. Okay, ich kann jetzt wahrscheinlich sowieso nichts mehr machen. Ich gehe ganz schnell wieder zurück und wir haben jetzt den Job erledigt. Vielleicht haben wir jetzt Glück und können nochmal einen Schlafsamen ergattern. Das wäre cool. Also in unserem eigenen Laden. Los! Ich möchte dann schnell ein Schlafsamenfeld bauen. Schlafsamen sind echt praktisch. Obwohl mir Taubsamen sogar noch besser gefallen. Die sind mir sogar noch lieber. Und wenn ich dann irgendwann mal die Möglichkeit habe, das also freischalte, dann baue ich das wahrscheinlich zuerst. Oder Belebersamenfeld. Das wäre natürlich noch besser. Umso besser. Belebersamen können wir immer gebrauchen. So. Nee, ich wollte gar nicht bauen. Ach, bin ich blöd. Ich wollte zum Dings, zum Stand. So, hier. Hast du einen Schlafsamen für mich? Gießen den Bärensamen, wenn du das ist Angebot, keine Witsche offen lässt, bla 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 bla. Habe ich genug Geld dabei? Ich glaube nicht, oder? Na doch, ich glaube, wir haben was genug verdient. Ja, Schlafsamen. Für 60 Poke nehme ich. Gut, dann muss ich mir noch... Ah, ich habe schon wieder Nein gedrückt. Ich muss mir noch für den nächsten Part merken, dass ich dann ein Schlafsamenfeld bauen möchte, weil wir jetzt endlich 2 Schlafsamen haben, die wir gebrauchen können, um das endlich zu bauen. So, das war's, mein Lieben. Damit ist der Part auch vorbei. Im nächsten Part bauen wir unser Schlafsamenfeld endlich. Und zwar hier. Und dann mal sehen, was als nächstes passiert. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.